Ja, und damit ein herzerfrischendes Moin Moin zur ersten Folge auf der Hof Bergmann. Was steht an, was machen wir? Ich weiß es selbst noch nicht. Ich habe jetzt erstmal so ein paar Träger mir vorbereitet, Geräte und so weiter, alles ein bisschen älter. Und ja, mal gucken, mal so ein kleiner Überblick. Also ich habe wirklich nicht gegeizt mit der Träger. Ich will da so ein bisschen Vielfalt. Nee. Machen wir mal eine kurze Raumtour. Also ich will alles so ein bisschen kleiner halten. Ne? Also ich habe dann auch aus den neuesten DLCs da so ein paar Fahrzeuge jetzt mit reingenommen und so. Und ja. Die kleinen Sachen waren auch schon drauf. Ich weiß noch nicht wofür. Ich weiß nicht, ob das für hier oder so. Hier sind Hobbelhasen, da muss ich mal noch gucken. Und ich habe auch schon gesehen, es gibt Whiskers für Katzen. Ich weiß noch nicht, wo das Ganze hinführt. Hier hinten ist auch noch irgendwie was. Der Höhner. Auch interessant, wo ich noch nicht weiß, wie ich das da oben drauf kriege. Auch mal interessant, genau. Wie kriege ich das eigentlich hier durch? Sister. Hühner muss ich dann auch mal gucken, dass sie noch genug Essen und Stroh und was auch immer vielleicht brauchen. Ich habe noch nicht reingeguckt. Ich habe erstmal nur geguckt, dass ich ein paar Oldtimer reinkriege. Ich will ein bisschen mehr mit den. Warum liegt die leider am Boden? Sollte die nicht eigentlich doch stayen? Naja, wie auch immer. Normalerweise stay die doch und liegt nicht so da, glaube ich. Die sollen auch zum Einsatz kommen und da wird gleich direkt einer zum Einsatz kommen. Hier habe ich auch nur eine Agerschiene dran, aber ein Fan musste dann auch dabei sein, weil ich habe so mitgekriegt von Endplay und so, dass ja, Marken ist ja, muss jede Marke ein bisschen vertreten sein. Danke dahin nochmal an Sammy, an Sacho Games und ja. Das Fahrrad, das werde ich auch so ein bisschen, da muss ich nochmal gucken wegen dem Mod und ja, genau. Das habe ich gerade schon gesehen, ich sollte vielleicht ist eigentlich auch egal. Ich spiele heute mal die Elfriede spiele ich. Ein Fichtenmobett habe ich auch, ja, und hier sind auch noch so ein paar Trägerchen, ne. Also ich habe da so die Elfriede, die ich da so fahre, was hatte ich eigentlich an? Ich könnte da ja mal. Weißt du was? Ich mache mich mal noch. Vielleicht den Lord Knilch hole ich mal noch raus und dann. Aber eigentlich geht das eigentlich hier? Ah ja, hier können wir rein. Guck mal an. Ja, hier haben wir doch einen Kleiderschrank. Ah, interessant. So, dann machen wir hier uns mal gerade den Lord Knilch fertig. Und, das geht ruckzuck. Das haben wir nämlich dann ganz zackig hier erledigt. So, genau. Ich bin ja momentan ein bisschen der bärtige Typ. So, genau. Was machen wir an Klamotte? Komm, Klamotte machen wir hier mal den Power Ranger. Nein, natürlich nicht. John Deere würde natürlich jetzt gleich gut zu dem Träger passen. Ja, nee. Komm, Case. Ja. Jetzt zu einer Marke. Komm, machen wir hier denn hier. Oder hier, in Krill. Gut ist. Haben wir hier eigentlich. Ach, du ahnst es ja nicht. Ja, genau. Wir bleiben hier sozusagen in dem Gerümpel und dann ist das gut. Und dann brauchen wir vielleicht noch eine Brille. Komm hier. So, da haben wir das auch fertig, den Lord Knilch. Und dann passt das auch. Genau. So, zack, ich geht. Und ja. Als erstes steht an. Ja, mal hier oben den Radlader noch abholen. Ich weiß gar nicht, was hier noch so ist. Genau, den holen wir ab. Hier, was haben wir da? Genau, auch noch was.
Ganz komisch jedenfalls. Genau. Das holen wir noch ab. So, hier hinten haben wir dann auch noch den Trashkasten. Genau. Hier sind so ein paar kleinere Geräte, die dann auch die kleineren Traktoren so ein bisschen packen. Unter anderem auch der Lanz Bulldog. Ja. Kleinen Ladewagen, davon haben wir zwei. Da muss ich mal noch gucken, ob er die verkauft. Ja, und ich habe auch ein paar größere Traktoren für den Fall der Fälle. Aber auch wieder so die älteren Modelle, außer hier, den hier mit Frontlader, da muss ich mal noch gucken. Ja, und zwei richtig leistungsstarke. Also hier, der hat richtig Power. Ja, weil. Da hat der Lord Knecht seine Finger im Spiel gehabt, der hat ihn so ein bisschen umgetüftelt. ja. Aber die sollen eigentlich relativ wenig zum Einsatz kommen, deswegen stehen die auch so ein bisschen abseits. Wichtig ist erstmal, dass die anderen im Einsatz sind, finde ich. Und das will ich auch so ein bisschen, weil die Hofarbeit sowieso ist ja auch ein bisschen. Weil hier haben wir auch schon wieder hier so ein großes. Da weiß ich noch nicht, genauso wie mit der Saatmaschine. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ja, kriegen wir alles hin. Und. Kommt da nicht hoch. Ja, wir haben auch jede Menge Tiere zur Auswahl. Aber was mich auf jeden Fall zum Viehhandel bringen wird, ist auf jeden Fall auch, und da zeige ich euch mal gerade im Shop. Aufgepasst hier. Tierbedarf Whiskas. Ja. Und da frage ich mich schon. Ja. Oh, da könnten wir mal gucken, ob das nicht irgendwo hey. Warte mal, wir gucken mal im Baumenü, ob das da nicht vielleicht ist. Landschaft, Tools, Dekoration, Tiere, sonstige Tiere. Hundehütte. Nee, da ist nichts. Also ich gucke hier nochmal bei Tieren, Bienen, bla bla bla, nö. Ja, dann ist die Frage, wo kriegen wir ein Katzentier her? Bin ich mal ganz drauf gespannt. Ja, wie gesagt, er steht jetzt erstmal an, ob wir den Radlader holen, weil wir haben ja einen so einen Schäfer hier und dann ist da oben aber noch so ein Schäfer und dann ist auch die Frage, haben wir überhaupt für die Big Packs da so eine Auflage? Genau. So, den Anhänger nehmen wir, aber wir nehmen dann auch ein Trägerchen dafür. Oh, da kann es sein, ich brauche noch, habe ich die Ackerschiene eigentlich gekauft? Aha. Weil ich han ja, ich bin ja nicht ohne, ich han ja einen Ackerschiener für den Fall der Fälle. Ne? Hehe. Hatte ich mir nämlich mal gemacht und ja, das mit der Farbe funktioniert mir immer noch nicht so ganz. So, für den Fall der Fälle, das was wir brauchen, mal gucken. Weil der hat da so ein Ding dran. Sollen wir direkt mal den John Deere nehmen? Das ist nämlich der vom Dingenskirchen hier vom. Kommt der mal jetzt. Von der Agri-Techniker, dieses Special-Ding. Und ja. Genau. Gucken wir uns das Ganze mal an und dann mal schauen. Ich merke aber schon, ich muss den Sound so ein bisschen runter regulieren. Das ist sonst ein bisschen zu laut. So. Jetzt müsste das besser gehen. Und ja. Und mal gucken. Ob das schickt oder ob wir dann vielleicht doch eher die Aggerschiene dafür nehmen.
Weil? Lass mal gucken. Geht sogar. Gut. Okay, jetzt muss ich überlegen, wie fahre ich am besten. Genau. Fahren hier rechts und dann nachher links hoch. Ja, fängt ja gut an, ne? So. Ja. Ein bisschen schöner Traktor, muss ich das sagen. Also, ja. Genau. Gucken wir mal, also Hühner haben, da gucken wir uns gleich, ich habe auch einen Garten und so, doch. Jetzt wo wir schon mal hier sind, Highlighter und Blinker. Pada. Aber kein Blinker leuchtet gut. Aber das funktioniert zumindest. Genau. Jetzt muss ich nur gleich gucken. Ich denke mal, geradeaus kann ich gleich hochfahren an dem Feld entlang und komme dann da hoch. Weil ich muss da oben steht er sogar schon. Genau, da muss ich hin. Da ist auch noch irgendwie ein Hof oder so. Mal gucken. Der Weg ist relativ unholprig, okay. Ja, gut. Kann man machen. Muss man aber nicht. So. Ja. Ich hoffe, der Sound ist jetzt nicht so laut, dass man mich versteht. Und jetzt muss ich das beim nächsten Video einfach mal noch ein bisschen anders machen. Ja. Genau. Richtig, jetzt fahre ich hier mal dran vorbei. Wo man gerade einfach da oben rumdrehen kann. Ich habe den tatsächlich wirklich nur rausgefahren und dann. Ja. Da ist auch nochmal ein Riesenhof irgendwie und ja. Ich feiere die alten Dinger und deswegen dachte ich mir, mache ich das mal ein bisschen mehr mit den alten Dingern. Ich habe auch. Habe ich den kleinen Flugsturm? Oder hatte ich das auf einer anderen Map vorbereitet? Kann auch sein, dass ich hier noch gar nicht so die Gerätevorbereitung getroffen habe dafür. Ich hatte erstmal nur geguckt, was für Maschinen ich alle, was für Trecker ich alle drin haben will. Und, ja. Genau. So. Alles ein bisschen über Joystick. Genau.
Alter. Das geht auch, genau. So. Der Sound ist echt interessant. Das gefällt mir echt gut. Ja. So, dann haben wir das auch schon mal. Dann kriegen wir den auch auf den Hof. Und dann müssen wir mal gucken. Ich weiß noch nicht, was für Tiere ich als erstes mache. Und, ich kann gerade noch hier so ein bisschen durcheinander mit der Gerätschaft. Da muss man noch gucken, ob ich das geregelt kriege. Also die Schalter funktionieren auch alle. Und ja. Genau. Halt mal gucken, wie das so ist und was man da so machen kann jetzt. Ja, hier gehört mir tatsächlich hoftechnisch eigentlich nicht. Gucken wir uns gleich noch zusammen an und dann, ja. Ist halt die Entscheidung. Was machen wir? Auf was für Tiere gehen wir? Also, die Hühner gucken wir gleich mal noch schnell, wie viel wir da haben. Und dann, ja. Ist das echt fraglich? Könnt ihr da ja bei Gelegenheit in die Kommentare schreiben, was da so überhaupt hier so viele Tiere sind und so, weil ich habe wirklich, ich bin da ganz unvoreingenommen dran. Ich habe nur geguckt, dass ich erstmal die ganzen alten Maschinen hier so hinkriege. Und ja, mit dem Hoppelhase sitzt. Ist ja auch noch so ein Ding, also. Wo? Ja, hier, okay. Wir können Karnickel kaufen. Sollen wir mal Karnickel kaufen? Komm. Ich kaufe jetzt hier mal. Zehn davon. Zehn davon. Und zehn davon. Jetzt haben wir hier Karnickel. Was? Ich weiß nicht, was sie zu fressen brauchen. Das muss ich dann noch gucken. Also, das ist, wir haben Karnickel. Ja. Hühner können wir mal gucken, wie viel wir da haben. So. Wir haben 21 Hühner. Ein Hahn. Genau. Ich weiß auch gar nicht, wo die Eier ablegen. Also das ist das nächste Ding. Also bin ich ganz ehrlich. So, und hier. Komm. Ja, gut, 19. Aber 41 Tiere. Gesundheit. Gut, 2000 Liter haben wir da. Da muss ich dann, glaube ich, mit der Schubkarre hier hinfahren oder so. Ich weiß es nicht.
Okay. Muss ich jetzt doch mal gucken, ob ich da nicht irgendwie. Nee, okay, das funktioniert schon mal nicht. Ich gehe jetzt mit dem Lenkrad. ja, fehlen mir gerade so ein bisschen die Worte für. So, jetzt bin ich gespannt, was passiert. Aber theoretisch müsste der ja. Genau. Das habe ich mir nämlich gedacht. So. Jetzt gucke ich, bevor ich das mache, gucke ich aber mal. Kann natürlich auch sein, ich muss das da reinkippen. Ich bin mir da nämlich jetzt nicht sicher. Das sind ja wieder so Geschichten. Entweder hier rein. Und das muss ich halt gucken, dass ich das behoben kriege. Okay. Okay, das ist, glaube ich, schon mal nicht richtig. Ich bin mir da aber nicht sicher. Wäre Blödsinn, wenn ich jetzt sage, das ist so. Okay, ja, nee. Ich muss da echt erstmal gucken, also bin ich ganz ehrlich. Ich habe mich dahingehend echt nicht vorbereitet und, ja. Ich kann die Aktion hier nicht machen. Okay. Interessant. Ach Gott, was habe ich mir denn für eine Frisur verpasst? Das ist aber nicht die Frisur, die ich wollte. Ja, muss ich nachher nochmal zum Friseur. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Also, ich bin da so ein bisschen ratlos. Wenn da einer mehr weiß, bitte doch mal in die Kommentare. Nicht ernsthaft, oder? Schlachterbeil. Das ist hart. Fragt bitte nicht, was es damit auf sich hat. Habe ich schon wieder voll reingeschissen? Ne, doch nicht. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich guck mal, ob das hier drinnen funktioniert. Wasser kann hier nicht abgenommen werden. Okay, interessant. Brauchen die Hühner überhaupt irgendwas? Aber wäre jetzt auch blöd, wenn der Sound die ganze Zeit läuft, ne? So, da gucken wir jetzt mal, was bei der Fähigkeit oder so ist. Und dann ist jetzt gleich auch schon wieder rum. Hühner. So. Nahrung, jo. Eiweißfutter, was? Okay, was?
Doch, Wasser, hier oben haben wir doch Zutaten. Stallinformation, Zutaten. Wasser, Stroh und... Okay, Eier ist das. Stroh brauche ich da. Okay. Chicken Food. Ja, das ist ja gut und schön, dass da Chicken Food steht. Gerade gucken, ob das auch funktioniert. Du musst ja irgendwo hier. Okay, Chicken Food wird hier nicht genommen. Ja, wo wird das denn genommen? Wo muss ich denn da fressen hinschütten? Muss ich ja hier irgendwo eigentlich auch so ein... Eigentlich kippt man da so rie und dann ist das da drinnen, ne? Also, meine Meinung. Das ist doch hier so ein Futtertrauch, oder nicht? Ich habe jetzt schon ein ganz, ganz dummes Gefühl bei der Sache, bin ich ganz ehrlich. Da irgendwie nach hinten. Boah, da ist... Na, einmal kommst du? Da ist doch so ein... So eine Futter... Wasser... Gerätschaft. Mal gucken, ob das funktioniert. Doch, warte mal. Da steht doch. Hühnerhof. Nahrung und Futter. Ist doch drinne. Warum belügt er mich hier denn? Ich fühle mich verarscht. Vom. Ach, warte mal. Überbelegung zulassen, Überbelegung. Ja, wie jetzt? Ich komme hier aber noch nicht ganz klar, weil die Stallinfo sagt ganz klar, ich habe hier Nahrung und Trinken drin. Jetzt fehlt mir noch Stroh. Aber dann macht er auch Mist. Oder was? Ja, gut, okay. Kann natürlich sein, dass ich da Wasser reinkippen muss und das andere einfach nur hier so in der Gegend rum. Bin ich mir natürlich jetzt auch nicht einig, ne? Wir gucken uns das am besten mal an. So. Das ist natürlich, So, warte mal, wir haben doch auch hier keinen Nügel. Aber warte mal, was ist das denn jetzt noch? Aha. Was ist denn das für ein Hühnerstall jetzt dann noch? Hühnergehegehof, Hühnergehof 3. Wieso habe ich denn da Viecher drin? Nee, habe ich nicht, oder? Doch. Ja, ich hab da Viecher und ich kann die gar nicht. Wo ist denn Hof 3? Bitte. Ja, das müsste ja dann eigentlich hier oben irgendwo sein, ne? So, warte mal. Nee. Bergmann Manufaktur. Ey.
Hallo, ich will hier rein. So, da müsste ja hier irgendwo eigentlich, hier ist ja wieder so ein Hofgebäude auch. Wo man nicht reinkommt, das ist schon mal gut. Dann bin ich hier schon mal falsch. Schlachthof. Servus. Ja, servus. Auch genial. Da oben ist noch so ein Chef, der sagt auch servus, wollen wir wetten? Servus. Sag ich doch. Warte mal, hatten wir nicht auch mal hier so einen Hofladen? Was ist da hier der Tee? Aha. Guckst du an. Ist ja noch mehr Gerümpel. Ist das denn jetzt auch alles mir hier oder was? Kauft habe ich das ja nicht so direkt. Hier sind sie, die Höhner. Ich kann die doch nicht hier so. Ich kann das arme Tier doch nicht. Ich kann hier doch keine Tiere drin. Die sterben mir doch weg, wenn ich die nicht fütter. So. Geht ja nicht. Also kann man ja nicht machen. Also Hand aufs Herz. So. Was haben wir da noch so? Alte Brennerei. Servus. Haben auch alle nur den Einspruch drauf, wa? Feuerwehr. Gut. Supermarkt. Aha. Der Andi. Ja. Der Andi-Markt. Ja, auch gut. Hier ist ein Hof. Baugrundstück. Aha. Hier könnte man sich quasi den dritten Hof hinbauen. Den zweiten Hof hinbauen. Interessant. So. Riesengelände. Servus. Ja, aber haben wir jetzt nur noch den einen, der Servus sagt? Das wäre ja schade. Servus. Eine Auszeit im Bayerischen Wald. Gewinner des BSW Awards für die schönste Schwimmbad- und Wellnessanlage. Laut dem Reiseportal Mein Top Hotel auch der coolste Pool 2020. Das musst du erleben. Das Stemp, eines der führenden Premium-Hotels im Bayerischen ja. Wald. Das minus Stemp. Junge Damen, ne? Ich bin hier der Lord, euer Knilch und ja. Ja. Gewinner des BSW Awards für die schönste Schwimmbad- und Wellnessanlage. Ich lasse das einfach mal so stehen. Ja. Ich will nicht weiter drauf eingehen. Nein, nein, nein. Weingut. Oh. Interessant. So, jetzt muss ich gucken. Oha. Das ist echt riesig. Dafür dann die kleinen Traktoren. Okay, was haben wir da? Warte, was haben wir hier oben? Ist da auch nochmal Weingut? Kirschenplantage.
Also, da kommt noch einiges. Das ist ja richtig sägewerk. Okay. Haben wir hier auch wieder einen, der Servus sagt? Oder haben wir hier mal. Snooki, die mal wieder jemanden freundlich begrüßt. Nee. Servus. Servus. Ja. Warte mal ab. Kirche. Gott zum Gruße. Gott zum Gruße. Ja, was mich jetzt auch immer noch interessieren würde, ist, ob wieder Blitzer gibt. Die mich ja bei der alten Hofbergmann im LS19 so in Flagranti erwischt haben, beim zu schnell fahren. Ist ja da drin eingesperrt. Ja, cool. Mehr erwischt mich nämlich kein Blitzer, glaube ich. Freiwillige Feuerwehr. Oh, ich habe so ein ungutes Gefühl, dass es hier dann auch noch irgendwie auf einmal brennt oder so. Servus. Ach, ja, okay. Aber die Metzgerei? Würde ich fast sogar sagen, wurde übernommen aus dem anderen. Also, würde ich jetzt so sagen. Gucken wir weiter. Die Folge geht schon wieder länger, als mir lieb ist. Ich will doch Snooki noch hören, Ursa. Servus. Da haben sie die echt rausgeschnallt. Nein, haben sie nicht. Glaube ich nicht. Servus. Gibt keinen Hofladen mehr. So, warte mal hier. So, Zellstofffabrik. Was haben wir hier? Landhandel. Lohnabfüller. Interessant. Tankstelle. Auch interessant. Da kann man aus Strom tanken. So, Kornmühle. Ja, genau, das sind die zwei. Richtig. Hier oben Dorffeuerwehr, genau. Die Gerberei. Was ist das denn hier? Lederwaren. Interessant. So, ja, sonst haben wir aber eigentlich nicht mehr viel. Hier haben wir noch die BGA. Güllelager. Imkerei. Ja, scheiß die Wand an. Weberei. Servus. Ja, servus. Ja, Leute. Auf jeden Fall interessant. Ich bin mal gespannt, was das mit den Hühnern wird. Schreibt doch mal in die Kommentare, was das geben könnte. Und ich bin mal gespannt. Also, ohne Witz. In diesem Sinne, auf Wiedersehen.